Hallo liebe Kinder, ich lese euch heute eine neue Geschichte vor und unser Buch heute heißt Peter Pum sucht einen Freund. Und nachdem wir alle wissen, wie wichtig Freunde für uns ist, ist das, glaube ich, heute die richtige Geschichte. Die Geschichte ist von Matthias Jeschke und die Illustrationen von Eva Muggenthaler. Hallo Peter Pum! Huch, wer kommt denn da um die Ecke? Ach, die Maus Klaus! Peter Pum fühlt sich gerade schrecklich allein. Da ist ihm der Besuch ganz lieb. Weißt du was? Ich mache mich heute auf den Weg, sagt Peter Pum. Ich suche mir einen Freund, dann bin ich nicht immer so schrecklich allein. Ja, wunderbar, ruft die Maus Klaus. Ich komme mit. Da ist die Maus und da hinten sitzt der Peter Pum. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen sehen. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Die Maus Klaus weiß schon, wie man einen Freund sucht. Am besten ist, jemanden zu finden, der das Gleiche mag wie du. Sie gehen in den Wald. Dort treffen sie den Raben. Frag ihn was, flüstert die Maus Klaus. Vielleicht isst er ja gerne Vanilleeis mit heißen Brombeeren. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst. Stimmt das? Fragt Peter Pum. Kokolores, ruft der Rabe. Das mag ich nicht. Geh auf die Heide zum Hasen. Der mag das. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie gehen auf die Heide, dort treffen sie den Hasen. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst. Liegst du auch gern in der Hängematte auf der faulen Haut? Fragt Peter Pum. Papalapap, ruft der Hase, all das mag ich nicht. Geh ans Meer zur Möwe, die mag das. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie gehen ans Meer, dort treffen sie die Möwe. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst und in der Hängematte auf der faulen Haut liegst. Schlägst du auch gern Purzelbäume? Fragt Peter Pum. Firlefanz, ruft die Möwe, all das mag ich nicht. Geh in die Berge zur Gemse, die mag das. Peter Pum hockt sich in die Dünen und blickt hinaus auf das Meer. Er kaut so komisch auf diesem Strandgras herum, denkt die Maus Klaus, und setzt sich neben ihn in den Sand. Peter Pum seufzt auf einmal laut auf. Die Maus Klaus seufzt auch und sagt, zusammen werden wir das schon schaffen. Es wird dunkel und sie legen sich in den warmen Sand. Ein Stern zwinkert ihnen zu und das Meer wiegt sie in den Schlaf. Am nächsten Morgen machen sie sich wieder auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie gehen in die Berge, dort treffen sie die Gemse. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst, in der Hängematte auf der faulen Haut liegst und Purzelbäume schlägst. Gehst du auch gern am frühen Morgen spazieren? Fragt Peter Pum. Pipapo, ruft die Gemse, all das mag ich nicht. Geh in die Stadt zur Katze, die mag das. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie gehen in die Stadt. Dort treffen sie die Katze. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst, in der Hängematte auf der faulen Haut liegst, Purzelbäume schlägst und am frühen Morgen spazieren gehst.
Riechst du auch gern den Duft von rosa Heckenrosen? Fragt Peter Pum. Miam, 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 schmeckt die Katze. Was hast du da für einen überaus leckeren Freund? Da rennen die beiden so schnell sie können. Sie haben die Stadt weit hinter sich gelassen und gehen durch den Wald. Ich bin froh, dass die Katze dich nicht gekriegt hat, sagt Peter Pum. Ja, sagt die Maus und hustet. Es wird dunkel und sie legen sich gemeinsam unter einen Baum. Die Maus hustet noch immer ein bisschen. Nach einer Weile kuscheln sie sich ganz dicht aneinander. Am nächsten Morgen machen sie sich wieder auf den Weg. Peter Pum und die Maus Klaus. Sie kommen ins Moor. Dort treffen sie die Kröte. Ich dachte, ich habe jemanden gefunden, der gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst, in der Hängematte auf der faulen Haut liegt, Purzelbäume schlägt, am frühen Morgen spazieren geht und den Duft von rosa Heckenrosen riecht. Wie steht es mit dir? Hörst du auch gern den Wind in den Bäumen rascheln? Fragt Peter Pum. Larifari, ruft die Kröte, all das mag ich nicht. Geh auf den Deich zum Schaf, das mag das. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie kommen auf den Deich. Dort treffen sie das Schaf. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren isst, in der Hängematte auf der faulen Haut liegst, Purzelbäume schlägst, am frühen Morgen spazieren gehst, den Duft von rosa Heckenrosen riechst und den Wind in den Bäumen rascheln hörst. Wanderst du auch gern mit einem Freund durch die Wälder? Fragt Peter Pum. Schnickschnack, ruft das Schaf. All das mag ich nicht. Geh in die Höhle zum Bären. Der mag das. Sie machen sich zusammen auf den Weg, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie kommen zu der Höhle. Dort treffen sie den Bären. Ich habe gehört, dass du gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren, fängt Peter Pum gerade an. Da brüllt der Bär ganz fürchterlich. Sie rennen und rennen und rennen, Peter Pum und die Maus Klaus. Sie finden schnell ein gutes Versteck, doch der Bär ist schon lange wieder in seiner Höhle verschwunden. Der hätte uns fast erwischt, sagt Peter Pum. Weißt du was? Flüstert die Maus Klaus ganz außer Atem. Ich mag all das, was du magst, Peter Pum. Ich esse gern Vanilleeis mit heißen Brombeeren. Ich liege gerne in der Hängematte auf der faulen Haut, schlage gern Purzelbäume und gehe gern am frühen Morgen spazieren. Ich rieche sehr gern den Duft von rosa Heckenrosen, höre gern den Wind in den Bäumen rascheln und liebe es, mit einem Freund durch die Wälder zu wandern. Peter Pum sagt lange nichts. Dann springt er auf und ruft, womit fangen wir an? Also hatte der gute Peter Pum seinen Freund schon die ganze Zeit bei sich. Ich hoffe, dir hat die Geschichte ein bisschen Freude gemacht. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Oder einen schönen guten Morgen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!